My name is Christopher Adams. Freelance journalist looking for a new story and someone to sell it to. Lately, I've been looking into three missing people, but with no luck. Valerie Berkeley, James Reed, and Jean Jowers Remens. Berkeley was allegedly kidnapped by the other two and is presumed dead. There was no ransom note, no exchange. All three simply went missing for 3 years. Until now. Police found the body of a young female yesterday in the old factory outside of town. According to my contact, it was Berkeley, killed by strangulation. So why would a kidnapping victim turn up dead 3 years later? Are Reed and Remen still involved somehow? I'm on my way to the factory now. If nothing else, I'll get some photos before anybody else does. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Stairs. Heute mal ohne Mütze. Ich hoffe, euch gefällt's. Mich nerven zwar offene Haare total beim Zocken, aber es sieht einfach besser aus. So viel für die Mädels, Jungs. Wir legen los mit Stairs. Entschuldigt die kurze Konversation. Irgendwie habe ich mir das Spiel anders vorgestellt. Wir können rennen, okay. Zurück können wir natürlich nicht. Zwei Wege. J. Toggle Camera. Interact. Ja. Fotos. Oh. Wird das so ein Spiel wie Dreadout? Ich habe jetzt schon Angst. Ich muss es endlich weiterspielen. Ich weiß, aber ich habe so Angst. Okay, unser Journal. Moment, was war da noch? Wir hatten hier noch einen. Nö. I found a way to the factory through a walking path. Should be close now. Ein Wanderweg. Eine Factory? Also eine Fabrik? Die mit einem Wanderweg zusammenhängt, beziehungsweise über die man... zu der man über einen Wanderweg kommt. Eine Dakra. Aha, rechte Maustaste, Kamera. Saving Photo. Jetzt müssten wir das im Journal haben, ne? Okay. Ich versuch's mir mal einzuprägen. Er kann nicht besonders schnell laufen, wenn er die Kamera im Gesicht hat. Hallo? Foto? Nö. Können wir die Fotos auch anschauen, wie in Dreadout? Scheinbar nicht nur die wir hier machen. Also nur die wir machen sollen, können wir anschauen. Eine Fabrik in den Bergen, so. Seltsam. Was stellen die her? Er ist an sich nicht sehr schnell, der Typ, den wir hier spielen. Ist ein Detektiv, haben wir ja schon gehört. Und was ist das? Ein Karton. Gattung. Okay. Cool. Licht. Sonne. Noch gefällt's mir, Freunde. Noch ist es gemütlich. Aber das Wort Dreadout zuerst auch. Also, zuerst kann man nicht sagen, aber in der Stadt, in der verlassenen Stadt, war es sehr gemütlich. Oh. Blitzen sieht man übelst in der Facecam, habe ich gerade gesehen. Ich mache sie wieder schwarz-weiß, glaube ich. Ich finde es bei Horrorspielen immer am besten. Es gibt ja coole Graffitis. Die finde ich jetzt nicht so toll. Das hier oben ist ganz nett. Aber verwaschen. Oh! Schön! Schön. Es gibt rum. Es gibt dieses Hjelm. Master an Wanders. Habt ihr alle euren Skizzhjelm dabei? Ich hoffe doch. Ich habe leider keinen. Ich habe nur eine Kamera. Paletten.
Gerücht. Mit SDA, Gerücht. Und schon wird's unheimlich. Hört ihr die Musik? Ich muss gleich mal einen Soundcheck machen nach der ersten Folge, Freunde. Nicht, dass ihr hier nichts hört. Aber bisher kam kaum Musik. Ich konnte bisher noch nicht richtig Soundchecken. Checken. Denn, ne? Keine Musik. Unser Journal wurde irgendwie aktualisiert. Ah, looks like it has been forced open. I doubt the police would go in through a side door. I got into the factory. The crime scene should be close. I should look around and take all the pictures I need. Also der will diese vermissten Menschen finden. Bin auch nicht überzeugt von diesem Mann, den wir hier spielen. Okay. E to interact. Alles klar, wie immer. Fahrenlichter, Müll. Wow, das sind mal gemütliche Arbeitsplätze, Freunde. Da träumt jedes Mädchen träumt davon, einmal in so einem Büro arbeiten zu dürfen. Kleine Mädchen, große Mädchen, ganz egal. Können wir springen? Okay. We can jump now. Das ist eine Bibel. Das ist eine... So eine... Ne? Was ist das? Und Essen am Boden. Okay. Ich hoffe, ich vergesse kein Foto. Ihr wisst ja, bei sowas bin ich sehr penibel. Ich will nicht mehr. Darf ich wieder weg? Darf ich wieder off-cam ins Bett? Ja, darf ich wieder? Ich hoffe, ihr hört die Musik, Freunde. Ich muss unbedingt gleich schauen, weil die ist fies. Naja, ein bisschen bedrohlicher. Dafür, dass dieses Spiel Stairs heißt, hatten wir noch nicht viele Stairs. Also Treppen. Was ist das? Eine Halterung. Fotografiere einfach mal alles, was so aussieht, als könnten wir es gebrauchen. Die ist zu. Okay. Ah, Zahlenschloss. Wir können es aber irgendwie nicht verwenden. Wir können nur verwenden, wo wir die Grabsche Hand haben. Röms, aua. Voll ins Gesicht. Wow, Therapiegruppe. Da muss ich immer an Edna Bricht ausdenken. Die Therapiegruppe. Wartet, wie war das? Die Verhaltenstherapiegruppe für Spieleentwickler oder irgendwie so. Wo Pocky mit dabei war, der das alles gemacht hat. Komisch, dass er das Bild nicht will. Komm mir vor wie so ein Paparazzi oder so ein Chinese in Deutschland. Wisst schon, die mit den Kameras um den Hals, die alles fotografieren. Wie nennt man die? Touristen. Nein, die nennt man anders. Aber schon so ähnlich. Aber ich hätte mich ein bisschen... Ah, wobei, in Schwarz-Weiß geht's. Ich bin heute sehr farbig. Sehr farbig. Ich habe Angst. Hier ist gar nichts. Jetzt? Nichts? Hi, hüpf! Ne, geht nicht. Ich hab Angst. Auf einer Skala von 1 bis 10 habe ich 2 Punkte Angst. Naja, 2,5. Skizziehelm. Freehead! Entschuldigung. Leute, wo geht's hier weiter? Kommen wir da vielleicht durch? Können wir? Ja, können wir. Gut. Da ist eine Leiter. Eine Stairs. Plastikstairs. Wir kommen hier nicht rüber. Hm. Slobunkeo. Storbunkia. Guten Appetit, Storbunkia. Wäre echt gar nicht durch, ne? Ne. Können wir knicke. Können wir voll knicke.
Schnell kriechen können wir nicht. Wir können nur ganz langsam kriechen. Ah, ich bin verwirrt. Irgendwo hoch? Nö. Dann muss es doch da drin irgendwo weitergehen, oder nicht? Ich glaube schon. Die Fotos sollen uns wahrscheinlich so ein bisschen führen. Ich habe ja eigentlich mal eine ganz gute Orientierung, Freunde. Von daher glaube ich eigentlich nicht, dass ich was übersehen habe, ehrlich gesagt. Hier geht's nicht weiter. Die ist zu. Die ist zu. Und die ist zu. Und hier ist der Stuhlkreis. Oh. So viel zur Orientierung und nichts übersehen und so. Alles klar. Entschuldigung. Peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Tu das nicht, bitte. Das macht mir Angst. Das Spiel muss irgendwann 1800 spielen. Schaut euch mal die Kontrollen hier an. Irgendwie sind in Horror-Games die Computer immer so uralte Schrapnellgeräte, keine Ahnung, von vor 700 Jahren. Bei, naja, vielleicht eher aus den 70ern oder 80ern. Aber wenn ich überlege, als ich ein kleines Mädchen war, hatten wir noch keinen Computer. Den gab es dann, als ich 4, 5, 6 Jahre alt wurde, kam der dann. Da kam der dann, der Rechner. Mit 12 hatte ich dann meinen eigenen. Ah, hier kommt das Licht her. Okay. Ich hätte es gern meinen Skizzhelm. Aha. Ist das ein Kacke-Eimer? Ich fürchte, das ist ein Kacke-Eimer, Freunde. Oh, wir haben was übersehen. Oh, ist kalt. Wir haben was übersehen. She must have been in here for a while, judging by the shit to put it in delicately. Ja. Sie hat hier wohl eine Weile gelebt. Ha. Dieses Geräusch des ins Buch Schreitens ist auch ein bisschen unheimlich. She was restrained here. That much is clear to see. What did they do to the poor girl before killing her? Ja, das ist immer die Frage, Freunde. Wieso müssen sie ihre Opfer so leiden lassen, ne? Ist es das nicht? Können sie nicht einfach umbringen und dann ist gut? Nee, wir brauchen eine Lampe und Bücher. Eine Lampe mit Büchern. So, dann schauen wir uns mal den Rest an. Die ist zu. Ah, diese Stille ist fies, ne? Die ist richtig fies. Ich weiß, vorhin habe ich mich über die Musik beschwert, jetzt beschwere ich mich über die Stille. Mich kann man nicht zufriedenstellen, glaube ich. In Horror Games zumindest. Saugibot, hallo! Auf geht's, die Wohnung saugen. Ja, das Zimmer ist ja noch ganz okay. Für ein entführtes Mädchen oder was auch immer. Aber hat er nicht von 3 Personen gesprochen, die hier vermisst werden? Ein Mädchen und 2 Männer. Also poor girl, würde ich jetzt sagen, es ist ein Mädchen und keine Frau. Also etwas jünger. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ja, the poor girl. Das müssen wir auch fotografieren, oder? Ja, Tatsache. Huh, wir haben alles bis auf diese komische Tür. Da ist irgendwas daneben. Ich muss mir gleich eine... Pulli habe ich schon an, ich muss mir gleich eine Jacke holen.
Oder sowas. Was hatten wir jetzt? Before killing her. Looks like they stayed in here. Beer, TV and a sofa. What more could you want? No blood or signs of a fight. Why strangle her out her or did they move the body? Weil so wenig Blut da ist, ist eben nicht sicher, wurde sie an diesem Ort getötet? Wurde sie vielleicht erwürgt, weil da kein Blut ist, oder haben sie die Leiche erst dahin geschafft? Weiß man nicht. Why kill her? Also her. Warum haben sie getötet? Why kill her and just leave the body? Did they panic or was it the plan to get rid of her? Ich glaube es nicht, dass die Panik gekriegt haben. Ihr müsst mal überlegen, wenn die das hier alles mit Essen und Toiletteneimern und Fernsehern gespickt haben oder wenn sie das Zeug hier reingebracht haben und die hier festgehalten haben, dann hatten sie wohl kaum Panik, selbst als sie dann gestorben ist. Das ist ganz cool. Oh Gott. Nee, ne? Skizzhelm dabei. Skizz rum. Hä? Achso, Skizz rum? Skizzhelm. Och nö, Freunde. Mir war klar, dass es abwärts geht. Oh, ich will nicht. Skizzhelm? Bitte? Freunde, wir dürfen leider nicht weitergehen. Wir haben keinen Helm dabei. Nein. Natürlich nicht. Oh Gott. Ich habe so Schiss, ne? Dabei ist noch gar nichts passiert. Ich bin so ein... Ich verspreche auch heute wieder nicht zu heulen. Erstmal. Ist das Blut? Super. Schön. Ich frage mich, wer sie ist. Es geht rum. Entschuldigung. Ich versuche ernst zu bleiben. Ich gehe erst da rein. Wahrscheinlich müssen wir die Tür finden, die als Foto gedacht ist, oder? Die wir fotografieren müssen. Können wir crouchen? Also so an der Wand entlang? Das heißt nicht crouchen, das heißt anders, aber ich weiß nicht wie. Gut so rum. Stairs! Ganz an der Wand. Es geht abwärts, Freunde. Huch. Safe in game. Oh, ladder screen.